Hey Freunde und herzlich willkommen zur letzten Etappe der diesjährigen Tour de France in Pro Cycling Manager. Es geht ja auf diese ganz bekannte Rundfahrt hier im Paris-Champs-Élysées und das wird auf jeden Fall heute nochmal ein Kampf, weil wir uns auf dem zweiten Platz des Punktetrikots befinden und ich mit aller Wahrscheinlichkeit versuchen werde, das jetzt noch am allerletzten Tag zu gewinnen. Das ist mein Ziel für heute und ich gebe einfach mein Allerbestes, dass das irgendwie klappt. Noch hat Vlasov das grüne Trikot an, weil Pogacar das grüne Trikot sonst angezogen hätte, wenn er nicht eben schon das gelbe Trikot besitzen würde. Und wir haben hier einen Zwischensprint. Wenn wir den gewinnen sollten mit Vlasov und Pogacar sich entscheidet, heute gar nicht für den Sprint zu gehen, dann hätten wir das grüne Trikot ihm schon weggeschnappt. Das heißt, eine Möglichkeit, die wir hätten, wäre noch in eine Ausreißergruppe zu gehen. Das haben die drei jetzt schon gemacht. Das heißt, ich gucke jetzt nochmal mit Vlasov, falls noch eine zweite Gruppe gehen sollte, dass ich versuche nochmal mitzugehen. Ich glaube, in echt ist das ja jetzt eher nicht so die Sache, die man macht. Ich weiß jetzt nicht, was hier mit Guerrero ist, oder? Ja. So soll es funktionieren. Nee, tut's nicht. Dann probiere ich es jetzt nochmal allein, ist mir egal. Ich probiere es. Und wenn ich merke, dass es nicht klappen sollte, dann höre ich wieder auf. Und es sieht nicht gut aus. Nein, es sieht nicht gut aus. Dann werde ich es sein lassen. Schade. Und hier sehen wir den wunderschönen Eiffelturm. Da, ja. Ich versuchen werde, diesen Zwischensprung irgendwie nochmal dafür zu benutzen, mit Vlasov hinten ranzukommen. Werde ich jetzt hier auch weiter Tempo machen und dann hoffentlich gleich einfach diesen Zwischensprint als zumindest Vierter abschließen. Ein paar Fahrer sind gerade gestürzt, unter anderem White, aber auch Christoph, Izagirre und de Klerk. Christoph wahrscheinlich hier einer der Favoriten für diese Etappe. Und Fred White muss aufgeben. Der hat ja einige gute Leistungen schon erzielen können in dieser Tour de France in Pro Cycling Manager. Allerdings jetzt muss er aufgeben. Ich habe keine Ahnung, was Lotto Soudal da gerade versucht. Wir haben eigentlich gerade Tempo machen wollen und dann greifen die quasi schon an. Wir sind jetzt bei 1,9 Kilometer. Das heißt, ich sollte gleich den Sprint starten mit Van Poppel. 1,4. Jetzt, sage ich mal, werde ich ihn starten. Van Poppel hat Vlasov am Hinterrad und das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Vlasov kommt als Vierter über die Linie. Das ist schon mal gut für uns, aber Pogacar ist noch so gut positioniert, deswegen sprinte ich jetzt auch mal mit Konrad. Vielleicht überholt er ihn noch. Tut er nicht. Schade. Also, Vlasov hat 13 Punkte bekommen bei dem Zwischensprint und Pogacar 3. Das heißt, wir haben 10 Punkte gut gemacht von 12 Punkten, die wir gut machen müssen. Das heißt, ich muss in diesem finalen Sprint mit Vlasov nochmal mindestens auf den 15. Platz, eher auf den 14. Sofern halt Pogacar nicht in die Top 15 kommen. Ansonsten brauche ich ein noch besseres Ergebnis. Wir haben Fuglsang und Bagil in der Ausreißergruppe. Interessanterweise. Die haben vorhin nochmal angegriffen, aber haben auch nicht mal eine Minute Vorsprung auf das Hauptfeld. Und Bora Hansgrohe macht richtig, richtig Tempo. Das ist ein bisschen unfair, weil hier gerade jemand gestürzt. Oh, es sind mehrere gestürzt. Gilbert, Merisse, Murkoff, Van Kelsburg. Ganz schön viele. Und das Hinterrad von Ben hat sich Caleb Ewan jetzt geschnappt. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Aber was soll ich da groß tun, ist die Frage. Jetzt vielleicht nochmal ein Gas geben, weil da kommt der Zug von Philipsen. Nicht Van der Poel, der Vierter der Punktewertung ist, sondern Philipsen, der heute sprinten soll. Polit startet.
Und VW hat halt auch nicht mehr so viel roten Balken, kann aber jetzt, glaube ich, vorbeiziehen. Okay, das wird jetzt richtig spannend. Ich glaube, ich kann hier die Energie jetzt auch schon mal benutzen. So, jetzt versuche ich hier ein bisschen. Ja, es hat super geklappt. Ich habe Alpecin Deconnect, Alpecin Phoenix, wie auch immer, habe ich auf jeden Fall gut geblockt. Aber es ist noch weit bis zum Ziel. Die roten Balken sehen nicht optimal aus. Nee, aber ich hoffe, dass es bei den Gegnern natürlich ähnlich aussehen wird. Und jetzt ist komplett vorbei. Was wichtiger ist, wo ist Pogacar? Pogacar ist da. Das ist super. Ich muss irgendwie jetzt hier mit Vlasov in die Top 15 kommen. Das heißt, ich nehme das Hinterrad von, ich glaube, Jakobsen war es. Es scheint nicht das schnellste zu sein. Dann schaue ich nochmal. 53, 54, 58, 59, 58. Ja, der fährt hinter mir. 70, Roglic bei 70. Okay. Ich glaube, ich probiere es. Ich glaube, ich probiere es bei Philipsen. Mit Vlasov. Oh nein, oh nein. Okay, jetzt glaube ich. Ja. Dainese müsste jetzt 62er. Und jetzt macht deinen eigenen Sprint. Und ja, Clement ist, kommt vorher rein. Oder das sollte so oder so reichen. Caleb Ewan gewinnt die Etappe aus Champs-Élysées. Und Vlasov kriegt noch die Punkte. Ich gehe trotzdem mit Sam Bennett mal ein bisschen. Ja, weiß jetzt gar nicht. Nee, der ist sogar noch vor Vlasov reingekommen, aber 9. ist Vlasov geworden. Das sollte reichen. Nein. Boah, Pogacar kriegt noch einen Punkt, aber das sollte reichen. Das muss reichen. Das muss reichen. Wir haben das grüne Trikot gewonnen. Wir haben mit Alexander Vlasov nicht nur den 3. Platz in der diesjährigen Tour de France belegt, sondern auch noch schlussendlich das grüne Trikot gewonnen. Das sogar, obwohl Sam Bennett eine bessere Platzierung eingefahren hat. Caleb Ewan hat gewonnen vor Jakobsen, vor Dainese. Vor Roglic. Keine Ahnung, wie der da noch angeflogen kam. Opala. Hier sehen wir nochmal eine Wiederholung. Aber Philipp, nicht dabei. Der Startlisten-Dilemma kennen wir ja, sonst in der ersten Folge habe ich es nochmal in einem Kommentar erklärt. Hier ist Peter Sagan rausgezogen. Ja, ich habe doch zu früh, glaube ich, mit Van Poppel gestartet. Ich hätte mit Pollitt noch weiter durchziehen müssen. Der hatte ja noch ein bisschen roten Balken übrig, als ich mit Van Poppel gestartet bin. Da hätte ich es noch ein bisschen optimieren können, aber sonst, glaube ich, ganz gut gelaufen. Und jetzt ist die finale Siegerehrung vor dem Arc de Triomphe. Und wie gesagt, Caleb Ewan hat die Etappe gewonnen. GG an ihn. Der hat sehr, sehr, sehr viel Pech in der Tour gehabt. Mit Stürzen und so weiter. Gesamtwertung geht natürlich an Tadej Pogacar. Gar kein Problem. Aber wir holen uns den 3. Platz der Gesamtwertung. Richtig gut. Ziel erfüllt. Top 3. Perfekt. Leider kommen wir jetzt hier in echt nicht aufs Podium, aber das ist quasi ein Podiumsplatz. Das ist super. Bergwertung geht ganz eindeutig auch an David Gaudu. Dort sind wir leider gar nicht vertreten mehr. War zwischenzeitlich auch mal so mit dabei, aber hat nie so ganz gereicht. Und da haben wir es. Einen Punkt vor Caleb Ewan auch noch. Auf den habe ich natürlich gar nicht geachtet. Auf den hatte ich gar nicht geachtet. Das war doch noch haarscharf. Ein einziger Punkt. Und Sam Bennett für 5 Länderpunkte Wertschung und Maximilian Schachmann bleibt noch 10. Auch ganz cool. Ja, da freut sich Vlasov. Richtig, richtig cooles Achievement. Da, ja, absolute Domination. Das ist, da hatten wir auch gar keinen Fahrer für. Denken wir Pogacar trotzdem nochmal seinen Moment. Teamwertung haben wir auch erfolgreich den 3. Platz abgeschlossen und Ineos Grenadiers. Ja, einfach ein richtig, richtig starkes Team.
gewinnen diese Teamwertung. Der diesjährigen Tour de France. Und hier haben wir nochmal die Etappenwertung. Und das war ja ganz schön knapp. Also ich habe Calvin gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber wir haben nur einen Punkt vor ihm geholt. Wir haben das grüne Trikot gewonnen und Danny van Poppel ist sogar noch Elfter geworden. Unglaublich. Das war eine richtig, richtig coole Tour de France. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, das ist der Abschluss. Das war die letzte Folge. Aber es geht weiter. Und zwar werde ich jetzt demnächst eine richtig coole Karriere starten mit Trinity Racing. Auf die habe ich schon richtig Bock. Und ich hoffe, wir sehen uns dann schon wieder. Also macht's gut. Bis dahin. Und bye bye.